Ja, da wäre wirklich die Drachentöter-Armbrust besser. Den können wir einfach auch zur Vollständigkeit bauen. So, wir sind im äußeren Ring jetzt damit eigentlich fertig. Das heißt, wir gehen mal runter zu Salina und sagen ihr mal Hallo. Sie ist ja hier gleich. Und dann gehen wir halt den inneren Ring ab. So, reden die nochmal miteinander? Nein, leider nicht. Das heißt, wir haben das Gespräch verpatzt. So treffen wir uns also wieder. Wie ich sehe, habt ihr den Weg nach Murolosch gefunden. Das freut mich. Und eure Taten sprechen sich schon ganz schön herum. Ja. Ich freue mich auch, euch wiederzusehen, Gerling. Wie ihr wisst, habe ich bei den Zwergen ein wahrlich nicht schlechtes Ansehen. Wer so Hilfe braucht, wendet euch einfach an mich. Tja, ich suche immer noch nach den Höhlen unter Murolosch, aber König Arombolosch war nicht entgegenkommend. Das heißt schon, er hat mir ein Stück aus der Waffenkammer in Aussicht gestellt. Ihr seid Arombolosch doch nicht etwa auf den Bart getreten, Am besten geht ihr euch zunächst eure Belohnung abholen. Vielleicht braucht der König einfach nur etwas länger für seine Entscheidung. Das Zeug war jetzt gleich da drüben auf der anderen Seite dieser Treppe. Macht's gut, Gerling. Also ja, der Zeugbart ist der da drüben. Seid gegrüßt. Ich bin Grazimer. Man sagte mir, ihr müsst zu den größten Helden eures Volkes gehören, wenn ihr einen Drachen bezwingen könnt. Ich liebe Heldentaten. Ja, ich gehöre zu deinem Volk. Und ich versuche bescheiden zu bleiben, aber die Bewunderung einer freundlichen Zwergin schmeichelt mir natürlich. Bleibt doch ein wenig hier und erzählt genau, wie ihr das vollbringen konntet. Nun, die Ehre gehört natürlich nicht nur mir alleine. Denn so ein Kampf gegen einen Drachen erfordert viele Schwerter und Äxte, die koordiniert eingesetzt werden müssen. Auch Prinz Arum und seine Begleiter sind wahre Drachentöter und sie haben einen großen Anteil an unserem Sieg gehabt. Eure Bescheidenheit ist wirklich bezaubernd, so habe ich mir wahre Helden immer vorgestellt. Jetzt werde ich doch tatsächlich rot, so viel Lob beschämt mich. Ich habe noch zu tun, also verabschiede ich mich vorerst wieder, liebste Grazimer. Also wir gehen einmal rum, dass wir als letztes beim Zeugwart ankommen. Hallo, Salina. Oh, wie schön, dich hier wiederzutreffen. Lass dich anschauen. Gut siehst du aus. Aber was machst du denn hier im Murolosch? Langsam glaube ich, du läufst mir nach. Ja, sicher. Salina, meine Lieblingsgauklerkönigin, was hat dich nach Murolosch verschlagen? Hey, eigentlich habe ich dich zuerst gefragt, aber ich bin heute ja gut gelaunt. Ich bin eingeladen worden, zu Ehren des Sieges über die Bestie von Talon in diesen Hallen aufzutreten. Aber jetzt hat König Arombolosch es mit einem Mal verboten. Jetzt du. Ich bin auf Einladung von Prinz Arum hier, denn wir haben zusammen die Bestie von Talon erschlagen. Dieses drachische Ungetüm wird nun keine Unschuldigen mehr töten. Ah, wusste doch von Anfang an, dass mehr in dir steckt, als es den Anschein hat. Einen Drachen hast du besiegt. Du bist wirklich voller Überraschung. Das sind wir doch letztlich alle, nicht wahr? Ich werde mich hier jetzt noch etwas umsehen. Ich freue mich schon, später ausführlicher zu plaudern. Dann reden wir mal mit Krimbart. Hey ho, seid gegrüßt! Alle Welt spricht von euch! Ihr habt doch den Drachen Jaskur bezwungen. Was kann ich für euch tun? Da ihr meinen Namen kennt, wäre es auch schön, den euren zu erfahren. Verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich bin Krimbart, Sohn des Kirolosch. Kann ich euch irgendwie helfen? Schon gut. Nein, kannst du scheinbar nicht. Hi, Wirt. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Ich bin von euren diplomatischen Fähigkeiten beeindruckt. So viele Jahrzehnte, wie sich die vier Töchter der alten Maribroscha wegen dieses albernen Tanz nicht angeschaut haben, hätte niemand gedacht, dass ihr das so im Handumdrehen lösen könnt. Respekt. Aber wie kann ich euch zu Diensten sein? Das hat sich auch schnell rumgesprochen. Ich habe hier ein Paket Koschamazungen. Wollt ihr es mir abkaufen? Koschamazungen? Ja, ich hörte von dieser Delikatesse, aber ich kann mir so etwas nicht leisten. Frag doch einmal Ottosch, den Zeugwart, ob er sie euch für den König abkaufen mag. Kann ich euch sonst behilflich sein? Ihr seid doch ein Wirt, dann bekommt man allerhand mit. Kann ich euch etwas fragen? Natürlich, natürlich.
Dies ist ein geselliger Ort. Fragt ruhig. Welche Fremden sind zurzeit noch im Mogolosch? Großlinge, meint ihr, da wäre die Händlerin Aldesia, außerdem noch der Gesandte Gerling, ein guter Freund der Zwerge. Wir haben vor den Höhen unterhalb Mogolosch gehört. Wisst ihr etwas darüber? Ich wüsste nicht, wovon ihr redet, abgesehen von den Höhen natürlich, die wir Zwerge selbst gegraben haben. Wie ist in euer Bier? Haha, ihr Fremde habt sicherlich noch nie besseres Bier getrunken. Eures von da an der Luft ist ja so wässrig und schal. Hat wahrscheinlich mit dem Regen zu tun, der da von oben reintropft. Ich habe keine anderen Fragen. Lebt wohl. Dann... Willkommen ja. In meiner bescheidenen Taverne. Wie kann ich euch zu Dienst stehen? Habt ihr auch andere Waren als Bier im Angebot? Aber natürlich, ihr könnt bei mir Proviant einkaufen. Wollt ihr meine Waren sehen? Aber natürlich, zeigt her. Also, er hat dunkles Zwergenbier und das war's auch schon. Dieses Zwergenbier stammt aus dem Ambosgebirge und ist der Stolz der Zwerge Moroloschs. Also nein, er hat nicht wirklich was. Dafür haben wir Erfahrungspunkte durch den Reiseführer gekriegt. Die Taverne habe ich bereits besucht. Gut. Seid gegrüßt. Gleichfalls. Frau Tombler Hoffmusch, Drachentöter. Ich habe schon viel von euren Taten gehört. Ich bin Achmar und diene in der königlichen Wache. Danke für den freundlichen Empfang. Vielleicht sieht man sich noch einmal. Und dann ist da noch Agraxa vom Stein. Ja, wer rumpelt denn hier in unserer Taverne? Seid gegrüßt. Habt ihr Lust, ein paar Bier mit mir zu trinken? Eine feuchtfröhliche Gesellschaft hier, der schließe ich mich doch gerne an und halte mit. Mithalten überschätzt euch nicht. Mit der Standhaftigkeit einer Angrosch-Geweihten könnt ihr beim Kampftrinken sicherlich nicht mithalten. Oho, ist das etwa eine Herausforderung, werte Dame? Ha, und ob das eine Herausforderung ist? Nee, ja, hier, nehmt ihr sie an. Der Einsatz beträgt 10 Dukaten. Und ob, euch trinke ich doch locker unter den Tisch. Wollt ihr diesen Wettkampf lieber mit Zwergenbier oder mit Zwergenschnaps bestreiten? Bei Zwergenbier hat man länger etwas davon, da halten wir lange durch. Zwergenschnaps steigt schnell zu Kopf. Da dürfte das Duell zwar schwer sein, dafür aber auch schnell entschieden werden. Bevor ich mich entscheide, könntet ihr mir da einige Fragen beantworten? Natürlich nur zu. Was könnt ihr mir eher empfehlen? Zwergenbier oder Zwergenschnaps? Bei Angros, darüber streiten wir Zwerge schon seit Jahrtausenden. Hey, unser Bier ist würzig, aber nicht so scharf. Man kann damit gut einen ganzen Abend verbringen. Der Schnaps ist eher etwas für zwischendurch, weil er sehr stark wirkt und schnell zu einem gesunden Rausch führt. Wie ich sehe, tragt ihr eine andere Tracht als die Zwerge sonst hier. Seid eine Angroschgeweihte? Was macht ihr hier in der Taverne? Wenn ich mich vorstellen darf... Agraxa vom Stein. Ja, ich bin ein Angroschgeweihter, aber ich bin auch noch jung. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat mich ein abenteuerlicher Weg hier in das Ambosgebirge verschlagen. Ich diene nur als Priesterin in der Hammerhöhle Malmars rum. Weiter oben auf dem Drackensangberg. Was ist denn die Höhle Malmars rum? Die Höhle ist ein wichtiges Heiligtum der Zwerge, lebt aber etwas einsam. Ab und zu kommen wir Geweihten deshalb herunter, nach Mogolosch, um Besorgungen zu erledigen, mit dem König zu reden oder eben auch, um etwas Gesellschaft zu genießen. Ja, ich habe mich für eine Sorte Alkohol entschieden. Wollt ihr diesen Wettkampf lieber mit? Ich riskiere lieber nichts und nehme Zwergenbier. Also lasst uns beginnen, hier mit Probe, also K.O. heißt Konstitution, nicht Knockout. Jawohl, her mit dem Humpen. Na, das erste Bier ist ja noch keine echte Herausforderung. Noch eins. Kein Problem, her mit dem zweiten Bier. Alle guten Dinge sind drei, mindestens. Da stimme ich zu. Langsam verschwimmt der Blick und die Zunge wird träge, aber noch stehe ich. Na, schwächelt hier schon? Ich könnte auch falschen probieren. Na, aber anschubsen dürfte man euch jetzt nicht. Schaut her, wie sicher ich noch stehe. Wir können zwar noch weiter trinken, aber eigentlich kann man mich jetzt schon zum Sieger erklären, oder etwa nicht? Nein, wir trinken weiter. Erfolg, ich gebe mich geschlagen. Wer hätte das gedacht? Gebt mir noch ein Bier, aber nicht zum Trinken, sondern damit ich still hineinweinen kann. Ihr habt es mir trotzdem nicht leicht gemacht, da muss ich euch Respekt zollen. Könnt ihr mir noch einige Fragen beantworten? Natürlich, nur zu. Lebt wohl. Also ja, das hat mir wieder Erfahrungspunkte gebracht. 50 Erfahrungspunkte.
und eine geschlossene Quest. Trinke die Zwergin unter den Tisch. Ich habe erfolgreich bewiesen, dass ich den Titel Trinkfest zurecht trage. Wäre ja auch gelacht, wenn ich, wenn ich diesen Beweis schuldig geblieben wäre. Hier steht der Waffenmeister und der Händler. Und hier kann ich runtergehen. Also ja, ich kann hier runtergehen und hier wieder hoch. Dann komme ich beim Schmied und beim Zeugwart raus. Also da, wo ich als letztes hin wollte. Ich kann aber auch noch hier runtergehen. Wenigstens die Kiste spalten. So. Verschlossene Türen. Und hier geht's eh nicht weiter, weil wir hier nicht... Uah, Kamera. Ich habe schon Angst gekriegt. Oh, der Kran lässt Sachen in die Tiefe. Praktisch. Also ja gut, reden wir mal mit dem Waffenmeister. Euer Ruf als Meister des Bierhumpens eilt euch voraus. Wollt ihr bei mir lernen, auch ein Meister der Waffen zu werden? Ja, der zeigt einmal, wie Zwerge zu kämpfen verstehen, ja. Also, hier erstmal das Wichtigste. Rüstungsgewöhnung brauchen wir nicht unbedingt. Ich hätte gerne von dir... Den Todesstoß, der 15 Mut verlangt. Das ist ja kein Problem. Gucken wir mal kurz, braucht Vorgrim für den Hammerschlag noch irgendwas? Voraussetzung, Mut 15, das sollte er haben. Attackebasis 9, Wuchtschlag, Niederwerf, Kampfstil, offensiver Kampfstil 2 braucht er noch. Ja, Attackebasis hat er 10, Mut hat er 16, also braucht er noch vor den offensiven Kampfstil. Eine Klinge ist nur so stark wie der Arm, der sie führt. Ja, also, wir können jetzt Todesstoß lernen. Vorgrim muss erstmal noch den offensiven Kampfstil lernen. Und kann jetzt den Hammerschlag lernen. So. Rüstungsgewöhnung, Schildkampf hat er schon auf Maximum. Ich könnte noch umreißen lernen. Da könnte ich nämlich auch Gegner umwerfen. Komm, machen wir das mal. Schlecht ist es nicht, das zu haben. So, jetzt sortieren wir noch unsere Skills neu. Sonderfertigkeiten, also gezielter Stich wird durch Todesstoß ersetzt und das hier durch Umreißen. So. Oh, Windmühle. Für Windmühle habe ich nicht genug Steigerungspunkte, Mist. Das kostet nämlich garantiert auch 200. Auch die Windmühle habe ich nämlich total vergessen. Und für die brauche ich auch noch defensiven Kampfstil 2. Ja. Okay, doof gelaufen. So. Wuchtschlag kostet 20, Hammerschlag 30. Das heißt, der Wuchtschlag wird einfach gegen den Hammerschlag ausgetauscht. Mein Vorgrim hat da mehr als genug. Wie sieht eigentlich mein meine Paradebasis ist eh nur 8. Das heißt, für die Windmühle fehlt mir ein Parade.
Und dafür bräuchte ich Intuition, Gewandtheit, Körperkraft. Ja, also können wir das eh vergessen. Gut, ich würde aber jetzt mal sagen, bevor wir mit dem Händler hier reden, ist es Zeit mal wieder zu speichern. Das ist jetzt LP 33. Speichern. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also bis gleich.